What's up, Party People? Willkommen zur UT Spieltag 2 Season 4. War's, glaube ich, ja. Season 4 müsste passen. Wir spielen heute gegen Cringe. Gestern kam das Teambuilding zu diesem Spieltag. Und wir sehen sein Team gerade schon. Wir sind gerade schon. Ich muss mal Editor starten. Ich bin gerade etwas durch den Wind. Habe ich so das Gefühl. So. Okay. Er hat Luzardin. Er hat Heatran. Er hat Chillabel, er hat Pixie, er hat Libeldra und er hat Starmie. Und ich fühle mich irgendwie gerade so in der Mood. Er hat Famicula gar nicht dabei, fällt mir gerade auf. Ich fühle mich irgendwie gerade so in der Mood, aber mal mit Judge loszulegen. Gotham ist auch nicht dabei. Interessant, heißt Dinger ist gar nicht mal so geil, wie es ursprünglich war. Aber er kann immer noch gegen Heatran was machen. Aber der ist jetzt wahrscheinlich nicht so gut. Phantom ist deutlich besser dadurch. Na, Operator ist auch deutlich besser geworden, dadurch, dass Gordon nicht dabei ist. So. Dann auf ein gutes Match. Mein Hintergrund ist schon wieder unfassbar aufgeräumt, so wie immer. Ich schaue wieder schon auf meinen zweiten Bildschirm. Jo. Und dann auf ein gutes Game. Ich habe schön fetten Mucke im Hintergrund an. Man es wirklich auch nicht hört im Hintergrund. Hoffe ich mal. So, Libeldra gegen Sakataka. Und ich meine, dass er Sakataka eigentlich nicht killen können sollte. Selbst wenn, selbst obwohl wir halt fünffach Ground Weak sind. Vielleicht. Wir wissen ja aber, dass der nicht so unf... Okay, Qmit Life Orb kann killen. Earth Power. Machen Earth Power. Earth Power kann nicht killen mit Life Orb. Aber wenn ich jetzt hier direkt eingehen, das Matchup. Heavy Slayer macht halt ordentlichen Schaden. Der macht 75 bis 77. Aber ich finde ja nicht dann aufspannen, den Jungen. Dadurch, dass hier Dinger nicht dabei ist, dadurch, dass hier das, Vielleicht, dass hier das Gorham nicht dabei ist, können wir einmal ins Zwinger gehen. Der ist jetzt, wie gesagt, nicht so wichtig in dem Matchup. Mal gucken, was hier abgeht. Ging der Zwinger raus und was kommt? Die Kehrtwende. Flame Buddy? Vielleicht? Maybe? Irgendwie? Flame Buddy? Kein Flame Buddy, okay. Schade, haben wir auch Flame Buddy drauf? Ich glaube, wir haben sogar Zwinger, oder? Also auf den nicht vorhandenen Flame Buddy hoffen, fühle ich schon mal richtig. Ja, ein Erzwinger, ja. Habe ich ja eben so schon gesagt im Kampf. Gut. Fängt schon richtig gut an. Hitzelmut, okay, das ist die dran. Luftballon oder kein Luftballon? Okay. Wenn er jetzt offensiv reingeht, ist er dann hier. Ist er ein Scarft? Lass mal. Moltres. Stinger. Gegen ein Heatran. Okay, auf der 5-7-2 Kalken. 58. Auf ein speziell defensives. Ist ordentlich. Stein kann würde, wenn er nicht offensiv ist, nicht mal killen, okay. Wenn der keinen. Wenn nur Full HP ist, ich mache dann so eine Scott. Ich will mit Scott jetzt aber reingehen. Wir sind schneller. Wenn er offensiv ist, dann killen wir den sogar. Ja? Brandsand kommt. Der macht guten Schaden. Und was kommt? Tarnsteine. Okay, sehr gut. Ich glaube, ich jetzt einfach um eine Kehrtwende gehen soll. Oder nimm auf Brandsand. Wir haben unsere Removal mit Amigento dabei. Ich nehme mit auf Brandsand. Habe ich jetzt eigentlich nicht hohes zu verlieren. Mit Laura, das ist, wird wahrscheinlich Starmie sein. Starmie, der Gute. Wäre jetzt eine Kehrtwende natürlich besser gewesen, aber ich wollte safe gehen. Und es macht okay, na, echt guten Schaden, Alter. Holy shit. So, auf den gehen wir. Okay, ja. Nehmen wir jetzt einen Bulldog. Jetzt kommen wir speziell defensiv. Hat er eigentlich irgendwas groß Neues bekommen, der Boy? Also, ich weiß bei vielen Monstern nicht, ob die was Neues haben. Das ist halt die Sache. Das ist dann. Das Gute ist, wir können mit Lavados wieder reinkommen, wenn wir die Boots. Was hat. Was macht denn der?
Güterpumpe, okay. Wie viel macht die? So, auf Sumpex, auf so ein speziell wie das Sumpex macht zu viel, okay. Kann sein, dass wir Sumpex jetzt gleich wieder verlieren. So wie letztlich wieder auch. Aber ich kann gar nicht wirklich safe reingehen, deswegen. Ja, wahrscheinlich die Rocks nicht raus. Brauche ich die unbedingt? Soll ich mal schauen? Nee, brauche ich nicht unbedingt. Ja, aber ich lasse jetzt einfach dahin. Das ist auch nicht wichtig, da ich das im Heatern auch schon relativ low ist. Nice! Erdkräfte. Wir kriegen nochmal einen Chip drauf. Sehr guten Chip sogar. Nice. Warte mal. Oh, oh, das tut mir jetzt leid. Ja, jetzt hätte ich davor eigentlich auch schon leid tun sollen, aber sorry. Ganz dickes Sorry, Diggi. Das ist ein ganz dickes Sorry. Pff, zwei Hydros am, am Stück gemisst. Damn. Ich hätte nicht jetzt auf Rocks legen können, ne? Aber der ist ja jetzt einer seiner größten Threats schon mal gegen mich weg. Wie gesagt, das tut mir gerade echt leid, so. Aber ich gehe jetzt auf die Rocks. Ich hatte Wände, okay, nice. Die Tank, jetzt können wir nochmal Rocks legen. Hat Sumpix mehr gehabt, als ich dachte. Ich wollte eigentlich halt nur abwerfen. Auch gut. Aber jetzt auf ein, wenn jetzt ein Flying nicht auf den Eisbeam gegangen wäre, ne? Das wäre zu gut gewesen. Fliegefrauke, ja, da hat wahrscheinlich jetzt mit einer Erdkräfte gerechnet oder so. Aber ich lege jetzt meine Rocks und lege erstmal auf dem Eisbeam. Ich will, ich wollte den Jungen einfach nur abwerfen, was zur Hölle? Ja, ich gehe jetzt auf dem Eisbeam. Straight up. Kämpfen wir nochmal? Vielleicht nehmen wir die ja noch. Schade. Das wäre jetzt auch zu gut gewesen. Das wäre wär einfach das Beste jetzt gewesen. Aber noch. So, Pex lebt nochmal und kriegt da oben was. Angedamaged, wäre zu gut gewesen. Was kommt jetzt rein? Also, was haben wir jetzt bisher denn so schön angechippt? Wir haben Heatran fast down. Wir haben. Okay, mein Junge, das ist du, Sardin. So, Lusardin. Wäre sehr interessant zu wissen, wie der jetzt investiert ist. Ich bin etwas schlecht aufgestellt gegen die ganzen Border-Types, weil ich mit denen jetzt nicht so gerechnet habe gegen mich eigentlich. Dragapult. Phantom gegen. Lusardin heißt. Wie heißt denn der? Jetzt habe ich noch. Aber ich muss den jetzt eher reinschicken. Lusardin heißt Wischiwaschi. /67 mit Life Orb. Wenn der Full HP ist, der wird wahrscheinlich Full HP sein. Ich muss das jetzt machen. Oder hier auf eine U-Turn, die macht 26. Wait. Ah, oh, nee, wait, es ist nur ein Dragon Dart oder was? Ah, nee, zwei Hits, okay, ich sehe es gerade. Und es ist ja in Level 100. Wait, what the fuck. Aber du musst natürlich auch Wishiwashi School nehmen. Ja, okay. Der wird sicher auch, ich weiß nicht, ob er auf eine Icebeam gehen wird. Machen wir das jetzt am besten. Gehe ich auf Dragon da? Ich will ihn eigentlich auch gerne behalten. Ich gehe auf einen U-Turn. Ab für den Chip. Ja, das kommt ganz gut hin. Der wird offensiv sein. Ja,
Und wir fahren jetzt in welche Richtung offensiv? Ach, schnell, als Amigento wird wahrscheinlich nicht sein. Mich killen kann er wahrscheinlich auch nicht. Ich habe hier eine Abgangstirade. Zurück in mein Dragapult und werde ihn dann. Mit Drachenpfeile weghauen. Nice. Okay, also doch wahrscheinlich dann speziell defensiv oder so, ne? Könnte es sein. Ich muss ja jetzt damit rechnen, dass ich jetzt mit einer Elektroattacke komme. Ich gehe einfach mal auf Abgangstirade. Mach ich jetzt einfach. Fand der Viridium so schlecht, dass er mit seinen ganzen Wartypes rein wollte? Wobei ja, in Starmie ist der echt nicht gut. Da ist ja klar, dass ich jetzt nicht sehe, was er jetzt eigentlich drücken wollte, logischerweise. So, der ist halt trotzdem noch über Hälfte, leider. Ich gehe trotzdem zurück in Phantom. Ich kann einfach jetzt gleich nochmal die U-Turn, dann gehe ich ins Inteleon. Oder wieder zurück in Amigento, eins von beiden. Ich glaube, er ja nicht direkt in Außenform raus, ne? Rollwände, okay, nehme ich. Ich bin schneller als alles, was nicht gescarft ist. Gegen Pipi gehe ich einfach auf eine U-Turn und gehe in Sakataka. Dann kriegt jetzt dann wieder Chip auf seinem Mund. Gegen Pipi gehe ich einfach in Sakataka. Habe ich absolut nichts zu verlieren. Weil Pipi legitim nichts gegen Sakataka machen kann. Legitim nichts. Fliegefrog, okay. Der ist dann vielleicht sogar gescarft, wenn er so aggressiv reingeht. Made to the Bee. Wir müssen ja auch auf den Drachenmove gehen, ne? Soll ich's wissen? Könnte ich auch ins Stinger gehen. Muss ich hier einen Judge? Judge oder Stinger. Oder ich bleib drin und drück Drachenpfeile. Der hat bisher noch nicht Moves geswitcht. Der hat bisher nur U-Turn immer gedrückt. Vielleicht geht er diesmal auch wieder nur auf U-Turn. Hier auf Drachendarts. Oh mein Gott! Mein Junge ist. Jo, okay, der geht low. Alter, was sind diese Predictions heute? Alter! Einfach drin bleiben. Und Drachenpfeile. Kriegen wir den jetzt direkt raus? Einmal. Die geht down, oder? Oder auf jeden Fall geht er in die kleine Form. Okay, nice. Okay, okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr nice, Dragapult. Sehr nice. Dragapult war ja so, ich glaube, ich habe im Teambuilding auch schon gesagt, eins der, so das letzte Mal, was irgendwie reingerutscht ist, weil ich irgendwie noch einen Mon im Team gebraucht habe. Pipi, okay. Jetzt gehe ich auf Sakataka. Und zwar sowas von safe. Nice, nice, nice. Das ist nicht sehr guter Schaden. Was ist denn da los? Crit. Oh, miese. Das ist unlucky für ihn. So, und ich gehe in meine Mauer. Die allmächtige Mauer. Sie ist zu allmächtig für euch alle. Die, wenn Pixie low ist, kann ich mit Inteleon durchgehen. Das ist schon mal klar. Das war nix. Nix war das. Nix. So, und ich werde jetzt einfach auf den Heavy Slam gehen. Einfach straight up auf den Heavy Slam. Ich gehe jetzt straight to the up auf den Heavy Slam. Oder mache ich irgendwas anderes? Oder gehe ich auf Pferdestärke oder auf Body Press? Body Press wäre eigentlich auch not bad. Was hat denn der noch? Der hat noch die Belgrad nach Heatran und der hat noch. Was hat denn der noch? Chill, aber ich gehe auf den Body Press. Der wird rausgehen. David, such noch was. Fokusstoß, okay. Sollen wir aber eigentlich ganz gut leben, oder? Okay, oder auch nicht. Ja, okay, dann ist fehlprediktet. Der missbelegt, der Gute. Okay, wir müssen jetzt auf den Mist laufen, ne?
Was man nicht so alles tut. Was man nicht so alles tut. Aber ist halt ein Fokus-Miss, ne? Ist halt der Fokus-Miss. Von mir, sonst, ja, hat er gut gemacht, dass er drin geblieben ist. Ganz ehrlich. Ich halt gleich in meinen lautesten Drücken Fireblast. Ich habe jetzt meinen besten Konter gegen Chillabell relativ low gehen lassen, wobei ich halt mit Jake Upholt und Intellion noch genug Druck machen kann. Ich muss ja jetzt offensiv Druck auf Chillabell machen. Insofern er nicht gescarft ist, aber das tippe ich mir eher nicht, weil Quinch ist ja eher so ein Fan von Kingstein. Und er hittet, okay. Ist aber auch verdient nach den beiden Hydro-Bomb Mists vorhin. Soll er machen, kein Problem mit. So, dann ist Sakataka auch da, jetzt sind wir 4-4. Und sein Big Satan Kill. Jo, welches Mann gehe ich jetzt? Gehe ich jetzt in meinen Amigento oder gehe ich jetzt in Stinger? Mit Stinger kriege ich Stinger als Safe Low und die Switch ins ich in Stinger. Ich soll vielleicht auf den Dann sage ich auch. Ich habe Feuersturm. Let's go for a Nuke. Quasi. Feuersturm kommt. Wie viel macht der? Der macht guten Schaden. Weichei, okay. Na. Ja, aber wir kommen halt nicht wirklich weit hoch. Er wird immer so auf Hälfte bleiben etwa. Wäre ich mal auf den Heavy Slam gegangen, ne? Ich bin auf die Kehrtwende. Ich hoffe jetzt einmal, dass er nur auf den Weichei geht. Soll ich jetzt ein Op gehen? Scheint mir nicht ein offensives zu sein. Ich muss mal gucken. Stucker. Mein Stucker-Set. Speziell Defensive mit AV. Gegen Clefable. Mal so ein Live-Orb-mäßiges. Weil es sieht mir auch Live-Orb aus. Modest. Dann der mit dem Focus-Blast. Okay, nee, der hätte. Mit Live-Orb hätte der safe gekillt. Der ist nicht Live-Orb. Ja, okay, 78 können gut hinkommen. Der wird einfach ein bisschen defensiver noch eingerichtet sein. Wie sieht denn Intellion da aus? So, auf Level 50. In der G-Max. Mit dem Crit. Okay, der killt ihn halt safe. So, oh fuck, gleich ihn ab. Hat er es noch angenommen? Nee, er geht. Okay, aber Odin können wir auch machen. Jetzt kacke, das ist so lange gedauert. Oh nee. Okay, okay, okay. Okay, ich gehe jetzt in den Parting Shot. Kann er mal seinen Spezialangriff einmal senken. Vielleicht geht er auch raus. Er geht sogar raus, ey. Sehr nice, sehr nice. Fliege Falk, okay. So, wenn ich jetzt in Intellion gehen? Let's go. Gehe ich auf Energiefokus oder nicht? Mache ich es oder nicht? Ich habe trotzdem durch die, ich hab trotzdem nur hier durch den Dinger die Chance auf den. Wait, hab ich den Superschützenwurf? Ja, oder? Ja, ich hab's einfach drauf. Mach ich's aber nicht. Ich weiß nicht, ob er jetzt direkt rausgeht. Ich geh einfach auf den Gigaschütze. Er geht raus. In. Okay, ich will ich nochmal auf den Energiefokus gehen wollen. Jetzt machen sollen. Let's go! Okay,
muss auf jeden Fall meinen Lavados noch behalten, weil sonst das Liberator, wenn es wirklich gescarft ist, auf Erdbeben die Spieler locken kann. So. Und Gigaschütze. Let's go. Nummer 1. Das kann. Okay. Der kann jetzt trotzdem hier. Also hier steht gerade 71 bis 84. Der kann da nicht gegenheilen. Absolut nicht. So, Gigaschütze, let's go. Crit. Okay, mach guten Schaden. Und Weichei, okay. Und ich habe letzte Woche auch nicht gekrittet. Vielleicht kritte ich ja diese Woche mal. Ist ja auch absolut unverdient jetzt gerade nach dem bisherigen Hex, aber vielleicht passiert's ja. Der hat sich sogar fast nur mit gegen heilen können. Ich hab die Lefties mit übersehen, lol. Der ist ja Lefties und ich hab's einfach nicht gesehen. Let's go nochmal. Hätte ich diesen scheiß Energiefokus rausgeholt, ne? Mach ich aber jetzt. Ich geh jetzt auf den Energiefokus. Diese Turn. Weil mit dem Surfer soll ich ihn eigentlich dann auch. So, Crit Surfer. 91 bis 107, der killt. Und da auch keinen Life-Up hat, wird er mich auch nicht killen. Ich habe hier ein komplett offensives Pixie-Guard hier drin, bei mir im Kalk. Der wird mich auch nicht killen können, wenn der jetzt hier, Offense ist. Weil er keinen Life-Up hat. Da kann er mich nicht killen. Das Beste, was er hat, ist ein Moonblast, macht maximal 80%. So, let's go. Hätte ich vielleicht vorhin schon drauf gehen sollen, aber... Okay, ja, und jetzt gehen wir auf den Crit. Und der killt safe. Wenn alles so passt, wie es hier ist. Krieg nochmal Lefties. Und wenn, ist halt dann gleich unfassbar low. Und dann können das eigentlich die drei anderen zusammen machen. Ich wäre fast mal auf den Fokus gegangen, Alter. Lass mal bitte. So. Surfer. Prozent Crit. Okay, ja, macht okay den Schaden. Er kommt mit dem Moonblast wahrscheinlich, oder? Ja, Mondgewalt kommt. Und ich lebe. Okay, perfekt. Perfekt. So, am Ende wahrscheinlich relativ knapp werden jetzt. Je nachdem, wie erst jetzt spielt. Aber es sieht gerade sehr gut aus für uns. Es sieht gerade wirklich sehr gut aus. Ich hätte auch einen Energiefokus voll machen sollen, wäre es jetzt wahrscheinlich, wäre es jetzt schon gefühlt komplett entschieden. Es war sehr risky von ihm. Sehr, sehr risky. Ich habe vorhin nicht mehr gekalkt. So, Pixie ist weg. Intellion, zweiter Kill. Und jetzt macht Intellion mal das, was er machen sollte. Nichts mit der Zwerg gegen Belly. Wo er einfach nur gestorben ist. Fliege vorgekommen, der wird safe gescarft sein jetzt. Oder jetzt von meinem Überrumpler kann auch sein. Ich werde nicht mehr zum Defoggen kommen wahrscheinlich. Tippe ich jetzt mal drauf. Ah, ich muss wahrscheinlich nochmal. Ja, aber ich mache mit dem halt nichts mehr. Zu mir jetzt nichts mehr, wenn ich jetzt hier auswechsel. Vielleicht ist er auch nicht gescarft. Er ist nicht gescarft, okay? Eisstrahl, nächster. Ist das jetzt Fickels für Intellion? Normal Crit, ja. Also Leute, nur dass ihr es wisst, diese Crits hier mit Intellion, die sind so 100% safe. Nur dass ich hier jetzt komplett safe bin. Das ist hier gerade 0 Hex, ich bin auf 100% Crit-Rate. Energiefokus plus Scope-Linse sind 100% Crit. So 100%, wie gesagt. Das sind hier keine Hex, whatever. Intellion macht genau das, was er machen soll. Crits, Crit, 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 Superschütze ist einfach krank. Und das, wie gesagt, genau das, was Intellion machen soll. Deswegen wollte ich den Jungen haben. Und damit gewinnen wir 3-0 gegen Cringe am zweiten Spieltag. Hossa!
Nice. GG an den lieben Cringe. Au, das Game war relativ hexy vor allem am Anfang. Jetzt am Ende waren es eben halt die Crits, die halt safe waren. Das ist ja 4-0, okay. GG auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns dann entweder noch im SML-Kampf. Ich glaube, ich habe noch nicht alle hochgeladen zu dem Zeitpunkt, wo das hier kommt. Zumindest alle gemacht. Aber sonst sehen wir uns zum nächsten Kampf, OET, zum nächsten Teambuilding oder whatever. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.